Ich sage ja. Der ist schon hässlich genug. Gefällt dir die Farbe? Finden Sie wunderschön. Ja, rubinrot. Rubine an den Füßen. Lackier sie doppelt. Tja, also ich glaube, jetzt in diesem Augenblick wird Pinkerton in Palm Springs ankommen. Ja, das sind die ersten Ferien für den armen Mann seit über einem Monat. Komische Ferienanlage hat er sich ausgesucht. Ja, Butlers Paradies. Eine Zuflucht für Hauspersonal und Topdiener. Jeden Morgen bringen die sich gegenseitig die Zimmer in Unordnung, steht hier. Oh, ich gehe schon her. Okay. Ich habe gehört, dass es da einen Wettbewerb gibt, wer das meiste Silber anlaufen lassen kann. Wirklich? Wo steht das? Na hier, siehst du? Oh! Indianer! Wie sind die denn bloß nach Hollywood gekommen? Entschuldigen Sie nur. Pinkerton, was machen Sie denn hier? Und warum sind Sie so merkwürdig verkleidet? Hey, Pope, du hast den falschen Pinky erwischt. Ich bin Chopper, bin Walters Zwillingsbruder. Wo steckt die Pfeife? Wenn Sie gütigst erlauben, also die Pfeife ist zurzeit verreist. Ich wusste nie, dass der einen Zwillingsbruder hat. Bist du, Madam? Nein, ich bin Bernadette van Gilder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Warte mal. Der sieht nach einem Kaugummiklau aus. Nett, euch kennenzulernen. Sag doch, der ist ein Kaugummiklau. Was ist denn hier eigentlich los? Ich möchte wissen, warum dieser Mann dich küsst. Und kann ich vielleicht als Nächste drankommen? Wie können Sie es wagen? Hey, ich mag dich, Scheißerchen. Weißt du, ich habe nichts mit einer Puritanerin gehabt seit der 4. Klasse zum Erntedankfest. Was ist das? Eine Herzensfreie Auslieferung? Dann bist du Madam. Hey, wie geht's dir, altes Haus? Ah, lass mich los, Mensch. Ah. Sei froh, dass ich keinen Schlagring habe. Sag mal, was treibt dich denn nach Kalifornien? Ich habe in der Zeitung gelesen von dem Bild, das sie dir geklaut haben und dass du es gestern wiedergekriegt hast. Und dann dachte ich, ich schau mal rein und besuche meinen Bruder Walter, verstehst du? Oh. Hey, wie heißt denn diese Berglandschaft hier? Hallo, Hallöchen. Oh, ich bin Sarah Joy. Hey, eine Bergbesteigung ist strikt verboten, du kleiner Stinker. Keine Angst, Mutchen, von dem Typ habe ich genug weggeknappert, nicht böse sein. Pinky, ich meine, Walter hat uns nie erzählt, dass er einen so, ja, wie soll ich denn sagen, einen so interessanten Bruder hat. Ach ja? Ja, weißt du, unsere Wege haben sich schon vor ziemlich langer Zeit getrennt. Er hat es nur nicht erzählt. Also, ich kann sehr gut verstehen, warum er das tat. Hey, das sieht geil aus hier, darf ich? Was ist in dem Ding da drin? Das ist schlicht und einfach Kaviar. Oh Gott, kotzt mir aber nicht meine Tür voll. Also, ich glaube kaum, dass der Knigge so ein Benehmen gutheißen würde. Hey, kann mir mal einer ein Bier rüberwachsen lassen, damit ich den ekligen Geschmack aus der Schnauze kriege. Bernie, du hast unseren strammen Kerl gehört, hol ihm ein Bier. Meinen Sie das ernst, Madam? Dem komme ich erst näher, wenn ich seine Tollwutimpfbescheinigung gesehen habe. Ich hole es, Tante Madam. Okay. Nee, danke, Muschi-Puschi. Ah, fetzig. Wir zeigen, wie man das macht. Du willst lernen, wie man das macht? Aber ich zeig dir, wie man eine Bierdose aufhebt, ohne die Hände zu benutzen. Damit kannst du ein paar Typen anheizen. Ah, nein, recht vielen Dank. Sie heizt schon mehr Männer an als Dolly Parton auf dem Trampolin. Also, es tut mir leid, Mr. Chopper, dass Sie Ihren Bruder nicht angetroffen haben. Aber vielleicht kommen Sie ja mal wieder zu Besuch in, sagen wir, ungefähr 40 Jahren oder so, nicht? So, dann begleite ich Sie mal zur Tür. So, auf geht's. Hey, die Art, wie du dich schilderst, die baggert mich echt an. Oh Mann, da solltest du mich mal mit meinem Bauchtanz sehen auf einem Wäschetrockner während des Läudergangs. Nein, das habe ich noch nie gesehen, aber ich würde in den nächsten paar Tagen gern mal die Gelegenheit benutzen, während ich hier rumhänge und darauf warte, dass mein Bruder wiederkommt. Also das ist ja unmöglich, da Ihr Bruder erst in einer Woche zurück erwartet wird. In einer Woche? Das wäre schon okay. Ich habe nichts gegen fremdes Bett. Wo schlafe ich? Bernie, bring doch bitte die Sachen des Gentleman und auch die Ketten in mein Zimmer. Meinen Sie das ernst? Er soll hier im Haus bleiben? Oh! Na, also gut, der einzige Platz, wo Sie hingehören, ist ein Hundezwinger. Ja? Kommen Sie mit, ich werde Ihnen zeigen, wo Sie wohnen. Gleiche. Oh mein Gott. Kommen Sie, ich werde Sie auf Ihr Zimmer bringen. Und, vergessen Sie bitte eins nicht. Bleiben Sie 6 Schritte hinter mir. 6. Oh.
Das ist nicht die feine Art, sich so mit Bier zu besaufen. Wenn du dich mit Bier volllaufen lassen willst, dann musst du meinen Seemann fragen, der hier an der Wand hängt. Wir haben nur in Bier gebadet, was, mein Junge? Na, wollen wir mal sehen. Aber, Roter Reiter, was sollen wir mit dem machen, dem kleinen Biber? Ach was, Madame, mach dir seinetwegen keine Sorgen. Bring ihn nach Hollywood und mach eine Serie draus. Das ist wirklich ein komischer Stoff. Hey, Madame? Ja? Ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich dich nicht gleich so angemacht habe, aber du bist der Zahn meines Bruders. Dann habe ich meine Regel. Ich bin schon über 20 Jahre nicht mehr der Zahn deines Bruders. Gott, was für ein Ego. Du glaubst, du kannst alles haben und machen, was du willst. Hey, das musst du nicht mir sagen. Du bist die Braut mit der Riesenvilla und mit all den Leuten, die über dich herfallen, nur weil du im Fernsehen auftrittst. Oh, red doch keinen Mist, du Plastikpfadfinder mit deinem Kunstlederfell. Ich habe dafür gearbeitet und habe mir alles, was ich habe, verdient. Nun komm schon, mach die Kiste zu. Was hast du schon? Du sitzt vor so einer blöden Fernsehkamera und fragst Robert Goulet, wie viel das Schwein wiegt. Ist doch Kinderkacke, nimmt doch keiner ernst. Glaubst du, jeder hat das Talent und den Mund, so etwas zu tun? Aber klar, ist doch ein Klacks. Nun pass mal auf, dass du Macho nicht das Maul zu voll nimmst, mein Junge. Mach du doch mal meine Show heute Abend. Lieben gern. Ich gehe raus, mache ein paar Witze und rede Scheiße über meine Lieblingsfarbe. Und so zeige ich dir, dass das jeder machen kann. Also gut. Hals- und Beinbruch, mein Junge. Aber du würdest dir sicher einen anderen Teil deiner Anatomie brechen, wenn du flach drauf fällst. Oh ja, das wirst du heute Abend sehen und bereuen, dumme Kuh. Sag nicht zu viel, dumme Kuh. Ja, ich glaube, Sie hören schon die Gitarrenklänge hinter der Bühne. Ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen. Mein nächster Gast ist ein Mann, den ich schon immer in meiner Show haben wollte. Darum bin ich so rausgeputzt wie ein Pfingstochse. Er schreibt so sensationell gute Songs wie When you're hot, wenn ich heiß bin, bin ich aber noch ein bisschen hotter. Und er spielte in den Film Gator und Smokey der Bandit mit Bird und Alles bei dir okay, Liebling? Bitte begrüßen Sie einen lieben alten Freund, alles okay? Mr. Jerry Reed, ja, Jerry, brauchst dich nicht zu verstecken, Junge, komm einfach raus, das ist kein Fliegenvorhang, Süßer, geht von alleine zu. Was? Oh, da bist du ja. Hallo, Madam. Du süßes, junges Ferkel. Gibst du denn, Schatz? Das letzte Mal ging's noch. Ich komm mal rüber. Ja, komm mal näher. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist richtig schön, dich mal zu sehen. Oh Mann, wer jemals einen Countryboy geküsst hat, gewöhnt sich bei jedem anderen Arsch das Küssen völlig ab. Wie geht's dir denn so, Schatz? Mir geht's ganz gut. Ich finde es sehr aufregend, dass du deine eigene Show hast. Na ja, die habe ich schon ein paar Tage. Wurde ja auch Zeit. Ja, ich habe ihr schon alles gezeigt, was ich von mir vorzeigen konnte. Oh. Was hast du inzwischen getrieben, Jerry? Naja, ich lag auf der Landstraße, du weißt ja, zu nähen und sowas, also so rumstromern. Ich hab mir ein neues Haus gekauft. Wirklich ein Haus? Mit einem Grundstück, das ist größer als Presley's Graceland. Du musst eine Knete machen. Ja. Ist es größer als Kenny Rogers Ramada? Nun wollen wir mal nicht übertreiben. Wenn ihr Country Stars dick rauskommt, dann aber richtig, was? Ja, ich glaube schon, Madam. Weißt du, von Zeit zu Zeit macht man ja Fehler, zum Beispiel ein paar von uns Kerlen heiraten und das. Ja, und ja, wenn es dann nicht so läuft und deine Ex vor Gericht steht, dann ziehen sie dich da alle über den Tisch, nicht? Du weißt ja, das. Ja, ich weiß. Ich habe eine Freundin, weißt die hat du, die nie Weiber geheiratet. Weißt du, die Weiber haben eine Art, dich zu melken. An denen kannst du dich schlimmer verbrennen als an kochendem Wasser. Ich habe eine Freundin, die hat nie geheiratet. Sie lebte 20 Jahre mit dem Typ auf Probe und gab dann auf. Das hat aber geklappt. Ich habe einen Song geschrieben überall so übers Heiraten, weißt du? Madam, wenn es dir nichts ausmacht, ich bin hier in deiner Show. Ich habe meine Band nicht mit, aber du, ich habe meine Gitarre, wir können einen zusammen machen. Dann greif mal in die Klampfe. Also der Song heißt, sie hat die Goldmine und ich habe den Schacht, oh, weißt du? So ein Lied kommt mir ziemlich bekannt. Ich kann es nicht so spielen wie auf der Platte, aber ich versuch's mal. Hast du schon mal gehört? Ja, soll ich einsteigen? Kannst du es fühlen? Na, so weit weg fühle ich leider rein gar nichts, meine Liebe. Na dann. Also du machst den Goldsucher und ich gebe dir die Kassier. Okay. Ja. 63 war es, das ist lange her. Ich kochte für mich allein und mochte den Fraß nicht mehr. Und da fand ich eine Braut und bat sie, bleib bei mir. Mhm. Na, was sagte sie? Sie sagte, okay. Da sagte ich, wie schön, lass uns ein Häuschen bauen. Ich wusste aber nicht, dass ich da mit mir würde mein ganzes Leben dann versauen. Naja, die ersten Jahre waren gar nicht so schlecht. Wir hatten gute Zeiten und die vergesse ich auch nicht. Einmal im Monat denke ich an sie, dann schicke ich ihr Geld, dem Mistvieh. Ich weiß, wovon du redest. Es dauerte nicht lange, da war die Liebe tot. Das, was ich vorfand, das war Not. Denn auf der Veranda stand mein Koffer. Als Tag für mich war das ein ziemlich Schrott. Ach, tatsächlich? Ich wollte ins Haus, aber das Schloss für meinen Schlüssel, das war raus. Am Briefkasten, da klebten Zettel. Darauf stand,
Mach es gut, Idiot. Mein Anwalt macht finanziell dich tot. Oh, tja, ich beschloss sogleich an Ort und Stelle, sie bekommt die Hälfte oder eine Schelle. Nur eins wusste ich nicht. Das Ganze war wie ein Schlag in mein Gesicht. Ach, nun, sie hat die Goldmine und ich den leeren Schacht. Du hast den leeren Schacht? Ja, sie sagten, die Hälfte von allem kriegt ihr zwei. Sie hat das Gold und ich ein hohes Ei. Ja, es tut schon ziemlich weh, getrennt zu sein von Bett und Tisch. Sie hat die Goldmine und du den leeren Schacht. Ja, so ist es. Das gleiche die zweite Strophe. Okay, schlagen wir gleich die Seite 486 auf und singen alle. Hör zu. Sie bekam den Fernseher und alle Rinder und selbstverständlich auch das Haus, die Autos und die Kinder. Nun dachte ich, jetzt ist es aus. Es ging erst los um Alimente. Die Kosten vom Gericht, da saß ich nun verarmt wie eine ausgehöhlte Ente. Dazu, irgendwo ist aber ein kleiner Fehler in dem Fass. Denn alles zusammen ist mehr, als dieser Cowboy je besaß. Denn all das, was ich einmal besessen, hat sie bereits genommen. Und nun will die Königin die Alimente auch noch bekommen. Sie lebt so fett wie eine Made und ich habe Scheiße an der Wade. Das ist nicht fair. Was haben wir nun? Ich habe das Ei und sie das Huhn. Ja, sie hat die Goldmine. Und ich will ihren Schacht. Denn sie sagt, ja, die Hälfte von allem kriegt ihr zwei. Sie das Gold und du ein hohles Ei. So ist es. Ja, das tut schon ziemlich weh. Getrennt zu sein von Bett und Tisch. Sie hat die Goldmine und du den leeren Schacht. Aber weißt du, einen Vorteil hat die ganze Sache doch, Madam. Und was soll das sein, Schatz? Der Schneemann muss sich keine Gedanken mehr machen, ob man ihm die Brieftasche klaut oder nicht. Und wieso das? Na, weil die Mama das ganze Geld sowieso gefressen hat. Weißt du was? Was? Ist gar nicht so übel, so ein hohler Schacht. Und wieso? Lass ihr die Goldmine und kümmere dich um meine Schacht. Meinst du das ernst? Na, mehr als ernst, Junge. Komm, hauen wir hier. Also gute Nacht allerseits. Los, ich zahle die Drinks. Dann gehen wir, Mann. Ihr zahlt überhaupt nichts. Nun robbe ich mich mal wieder zu meinem Stuhl. Dank dir, Jerry. Du bist ein Knaller. Ist Jerry nicht einfach das süßeste Ding, das es gibt? Ich liebe ihn ehrlich. Ah. Mein nächster Gast ist völlig neu in diesem Geschäft. Aber er hat mir versprochen, so dynamisch zu moderieren, dass uns die Socken wegfliegen. Deshalb möchte ich, dass Sie ihm das geben, was er verdient. Vielleicht eine Stange Dynamit? Bitte begrüßen Sie Chopper Pinkerton! Ja, Chopper! Hey, 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 hey! Der Meister der Hupen, Peitschen und Ketten! Danke, vielen Dank auch. Na? Was halten Sie denn so vom Smoke, hä? Das hört sich an, als ob hier jeder krächzt. So, als ob die Armee einen Leistenbruchtest macht. Okay, okay, ich hab noch was Besseres. Warum hat die alte Dame die Straße überquert? Keine Ahnung, warum? Weil sie auf ihrem Huhn festgetackert war. Hey, was ist das hier, ein Begräbnis? Ja, deins. Oh, ich wusste ja nicht, dass ihr so ein verschissener Haufen seid, hä? Na, vielleicht mache ich dann lieber ein paar ganz blöde Witze. Wissen Sie, ich bin hier neu in der Stadt und hatte vor, in ein Apartmenthaus zu ziehen. Aber vielleicht suche ich mir was Größeres, sowas wie Madams Nase. Was erlaubst du dir, Idiot? Runter von der Bühne, du Blödmann, du Versager! Ah ja, hör mal, ist das da dein Kopf? Oder trägst du immer einen Kürbis auf deinen Schultern? Oh nein, bitte, sowas nicht! Okay, das muss ich mir nicht gefallen lassen! Ich hab dir prophezeit, dass das ein schwerer Job ist. Du wolltest mir ja nicht glauben, du Blödmann. Mein Gott, so einen Kampf habe ich nicht gesehen, seit Schmeling Joe Louis verprügelte. Und das in meiner Show. Ah, sieh dir an, was du mir eingeworfen hast. In Deckung, Leute. Oh, das sind Blitzkrieger. Oh, der Bieben. Bitte auf. Gute Nacht. So, und jetzt legen Sie mal dieses Fleisch auf Ihr Gesicht. Ich bin Markus Welby, nicht Oscar Mayer. Hier. Warum machen Sie das überhaupt? Weil das gut ist gegen die Schwellung. Nein, ich meine, warum kümmern Sie sich um mich? Naja, ich habe Sie gestern Abend in der Show gesehen und, naja, da taten Sie mir leid. Hey, mit Chopper braucht keiner Mitleid zu haben, okay? Nein, wissen Sie, ich habe selbst mal vor Publikum gestanden und ich weiß ganz genau, wie niederschmetternd das sein kann. Ich war verwundert. Ich war überzeugt, dass Sie das umhauen. Naja, in gewisser Weise hat es das ja auch getan. Ja. Der Kerl im Publikum hatte recht. Ich bin ein Versager. Oh nein, sowas sollten Sie nicht sagen. Sowas sollten Sie nicht mal denken. Nein, nein, es stimmt schon. Wissen Sie, Walter war immer der, der erfolgreich war.
Ja, der war immer vorne und ich war eine Niete. Ich bin nur ein Versager. Meine Eltern fanden das schon. Oh, also ich bin sicher, dass das nicht stimmt. Doch, das tut es. Wissen Sie, als Walter und ich geboren wurden, da machte meine Mama dem Arzt klar, dass ich eine Halluzination sei. Oh, aber bitte, Chopper, bitte, seien Sie doch nicht so hart mit sich, bitte. Na, ist doch wahr, jeder hasst mich. Madame kann mich nicht ausstehen, die Dallas Cowboy Shirley das Kotzen, Sie mögen mich auch nicht. Also würde Ihnen denn eine Person, die Sie nicht mag, rohes, schleimiges Fleisch auf Ihr zerschundenes Gesicht legen? Oder lassen Sie es mich anders formulieren. Also, meiner Meinung nach ist Ihr Problem Ihre Feindseligkeit. Das ist doch Quatsch. Haben Sie es denn eben nicht gemerkt? Sie greifen Leute an, genauso wie Sie gestern Abend Ihr Publikum angegriffen haben. Sie kommen reingelatscht und markieren den stahlharten Burschen und keiner hat die Chance zu sehen, wie Sie wirklich sind. Ah, Sie haben ja nicht alle. Sie sind ein kalter Fisch. Na bitte, sehen Sie, Chopper, Sie machen es schon wieder. Okay, tut mir leid, dann sind Sie eben kein kalter Fisch. Nein, Sie haben schon recht. Wenn ich bei unserem Kennenlernen nicht so hochnäsig gewesen wäre, dann hätte ich auch eher gesehen, dass Sie wirklich Hilfe brauchen. Wissen Sie, ich glaube, Sie und ich sind einfach grundverschieden, so wie Tag und Nacht. Und wir weiß und schwarz und hart und weich und trocken und nass und schnell und langsam und Leder und Plastik und Jerry Lewis und Marlon Brando. Ja, ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Ist schon klar, ich verstehe schon. Ich glaube, Sie haben recht. Wir sind grundverschieden. Ich glaube, was wir versuchen sollten, ist, Sie müssten ein bisschen, wie soll ich sagen, auf mich zukommen. Und ich vielleicht ein bisschen auf Sie. Oh, Sie werden doch nicht Ihr hübsches kleines Image ruinieren. Vielleicht sollte ich mein Image besser loswerden, was? Oh, Mr. Chopper, Sie riechen wie ein Hamburger. Ist das wahr? Sehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, Frühstück, Frühstück, Frühstück. Ich liebe den Morgen, Franz. Ja, also, Mr. Chopper würde gerne mal mit Ihnen sprechen. Bernadette, der hat mich in meiner Show beleidigt und ich will, dass er hier verschwindet. Also, für mich sieht es so aus, als ob Mr. Chopper mehr Chancen hätte, wenn er Madame mir den Hof machen würde, nicht wahr? Ach, Hühnerkacke. Der Irre macht mir ehrlich Angst. Wäre sein Bruder hier, der würde ihm in die Lederhose treten, dass sein Arsch rausfliegt. Aber Madame, so spricht man nicht. Außerdem glaube ich, dass er völlig harmlos ist. Sehen Sie, ich habe heute Nacht ein langes, langes, langes Gespräch mit ihm gehabt, ja. Tatsächlich? Herein! Oh mein Gott! Ich bin verschollen! In Argentinien! Nein, nicht doch, Madame! Ist er ein Joy? Ruf die Nationalgarde an! Oh. Die Nummer steht auf meinem Kopfkissen! Keine Angst, Tante Madame, er wird dir nichts tun. Nein, Madame, ich bin nur hier, um mich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, die ich verursacht habe. Oh, Madame, meinen Sie das nicht für etwas übertrieben? Ich habe mich echt geändert. Ich behalte es auf für den Fall, dass er einen Rückfall hat. Ich habe mir vorgenommen, den Menschen und mir eine Chance zu geben. Darum gehe ich zurück nach Scranton, auf die Handelsschule. Aber ich werde jeden Tag schreiben. Oh, also dann, ja, ich auch. Also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, Madame. Na, komm schon her, du kleiner Teufel. Aber wirklich nicht. Ich werde meine Männer tätowieren lassen. Bitte, Quatsch, für Unterbünde verboten. Er gehört zu mir. Oh, komm, ein starker Reiter. Ich werde dich jetzt zu deinem Motorrad begleiten. Hier bitte entlang. Bye, bye. Sarah Joy? Ja? Warum trage ich eigentlich diese Maske und sie kriegt den Spielball, hä? Oh, Mann. Es ist doch relativ schwierig, mit dem Gesichtsknast Cornflakes in die Kauleisten zu schieben. Ich finde, da fehlt noch Sahne dran. Hallo, da bin ich wieder. Ach, wie habe ich das alles vermisst. Bin gespannt, ob mich jemand vermisst hat. Sarah Joy! Oh, meine Güte! Oh, da ist sie ja! Sie fährt über den Nachbarrasen! Was macht der Madame auf einem Motorrad? Vorsicht, da kommt der Postbote! Oh.
wahrscheinlich sowieso nur recht. Wow, jetzt ist sie genau über den Bernardino gesprungen. Also was? Aufpassen, da kommt der Fischteich. Wie ich sehe, hat sich nichts geändert.